Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, von Kadi Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und Niggemeier, Treffpunkt Köln. Aus dem Rathaus kommt man bekanntlich klüger raus als rein. Von dieser Erkenntnis darf man durchaus ausgehen, macht man den Weg durch das Bürgerbüro der Stadt und findet diese Tür. Hier sind Herr Ricken und Frau Neumann anzutreffen. Ihre Beratungsangebote verdienen Beachtung. Also im Prinzip ist ja diese Stelle jetzt ab Anfang des Jahres neu eingerichtet worden. Und zwar in Kooperation von den einzelnen Städten und Gemeinden, das heißt hier von der Stadt Salzkotten und dem Kreis Paderborn, mit dem Sinn und Zweck, ganz viele Vernetzungsangebote auch zu schaffen. Unter anderem geht es dann natürlich um Freizeitangebote, um kulturelle Angebote, dass man wirklich versucht, eine Sammelstelle zu sein für ganz viele Dinge, die für Senioren angeboten werden und bei Nachfragen dann auch wirklich kompetent Auskunft geben zu können. Zum Beispiel über Seniorennachmittage mit Bewegung oder mit Gedächtnistraining oder vielleicht auch nur ein gemeinsames Kaffee trinken. Oder wo vielleicht auch ein kleiner Anteil an Spiel und Sport dabei ist. Das sind so Dinge, die wir im Moment sammeln und dann auch hoffen, viele Anfragen zu bekommen, dass wir die weitertragen können. Wir schauen also, dass wir ganz viele Anbieter von solchen Dingen auch bekommen, dass wir eine Vielzahl haben, dass man nicht auf einen Anbieter beschränkt ist, sondern wirklich auch eine Auswahl bieten kann. Zum Beispiel, wer bietet alles Mahlzeitendienste für Senioren mittags an? Da gibt es eine bunte Palette von ganz verschiedenen Anbietern und dann kann derjenige, der zu uns kommt und sich beraten lässt, dann auch auswählen, zu wem er vielleicht gehen möchte. Wir geben da keine Empfehlungen, sondern bleiben ganz neutral. Genauso ist es zum Beispiel auch bei Angeboten jetzt in der Betreuung. Ich hatte zum Beispiel eine Dame, die war stark sehbehindert, hatte sich gemeldet über ihre Angehörigen. Es wäre schön, wenn einmal in der Woche jemand vorbeikäme, der vielleicht mit ihr mal, weil sie unsicher jetzt ist im Alter, spazieren geht oder mal die Zeitung vorliest. Und da konnten wir also einen privaten Kontakt auch vermitteln. Die beiden haben sich gefunden, sie sind gut miteinander zurechtgekommen und der Kontakt, der besteht jetzt weiterhin. Und das ist natürlich schön, wenn man dann so positive Rückmeldungen auf eine Verbindung zwischen beiden Dingen dann auch bekommen hat. Also wir arbeiten auch viel mit dem Projekt Ehrensache hier von der Stadt Salzkotten zusammen. Das heißt, das ist ja sowieso eine Institution, wo sich Ehrenamtliche, aber auch Schüler melden können, die ehrenamtlich Tätigkeiten oder für ein kleines Taschengeld übernehmen möchten. Und da hatten wir jetzt schon oftmals Anfragen, wo ich bestimmte Interessen von Angehörigen oder auch Pflegebedürftigen oder noch nicht Pflegebedürftigen älteren Menschen hatte. Und die sagten, wir würden uns da gerne ein bisschen Hilfe wünschen. Und da arbeite ich schon eng mit der Ehrensache zusammen und da sind auch schon durchaus Kontakte zusammen entstanden. Wenn Ehrenamtliche kommen oder sagen, ich habe ein bisschen Zeit, ich bin aus dem Beruf ausgeschieden, das ist eigentlich so meistens die Gruppe, die sich bei uns meldet, ich würde gerne ein bisschen was tun, weiß aber nicht so richtig in welcher Richtung, dann führen wir eben ein Gespräch und schauen, wo liegen auch die Stärken oder die Schwächen, was möchten sie gerne machen, es soll niemand zu irgendwas gezwungen werden, was er nicht möchte. Und dann wird mir das genau gesagt, ich schreibe das auf und wenn sich dann eine entsprechende Anfrage entwickelt, dann nehme ich Kontakt auf mit der Person und frage, ob ich ihre Daten weitergeben darf, damit eben die beiden auch zusammenfinden, derjenige, der Hilfe benötigt und der andere, der Hilfe anbietet. Hier ist auch die Pflegeberatung des Kreises Paderborn anzutreffen, in der Frank Ricken zu solchen Dingen wie Pflegebedürftigkeit beraten kann. Ich würde dann auf jeden Fall erstmal schauen, wie stark ist die Pflegebedürftigkeit, ist schon ein Antrag auf Pflegeleistung gestellt, den Antrag zur Not mit den Angehörigen aufnehmen und im weiteren Verlauf dann darüber informieren, wie auch die Begutachtung durch den medizinischen Dienst abläuft, damit einfach die Angehörigen da ein bisschen informiert sind und auch ein bisschen die Scheu genommen wird bei dieser Begutachtung. Und sollte ein Pflegegrad bestätigt sein, dann geht es weiter, dass wir schauen, ist eine Pflege zu Hause vielleicht doch möglich, weil es einiges an Hilfen gibt, dass ein Pflegedienst genommen wird, die Person, der Pflegebedürftige, dann vielleicht in die Tagespflege geht, um halt auch die Angehörigen zu entlasten. Und da haben wir dann schon einiges an Möglichkeiten, einfach zu schauen, wie kann die Pflege organisiert werden. Und bis auch zu dem Punkt, wo man dann sagt, vielleicht die Pflege geht zu Hause doch nicht, weil keine Angehörigen da sind, weil die Angehörigen sind berufstätig und die Pflege, der Umfang ist so hoch, dass es dann auch einfach nicht machbar ist und dass man dann vielleicht auch nach einer stationären Pflegeeinrichtung sucht. Mhm. Aber das Ziel ist halt schon, dass die Menschen so lange wie möglich zu Hause gepflegt werden können und dass sie da auch entsprechend Hilfe bekommen. Sie vermitteln auch Pflegedienste? Zumindest es gibt für den Kreis Paderborn das Pflegeportal, das ist im Internet auf der Seite vom Kreis Paderborn abrufbar.
Und wir würden schon in Zusammenarbeit mit den Angehörigen dann schauen, welcher Pflegedienst in Frage kommt und gegebenenfalls, wenn auch vielleicht keine Personen da sind, die es sonst übernehmen können, auch bei Pflegediensten anrufen, ob die Kapazitäten haben und wie es machbar ist. Also gegebenenfalls machen wir das dann auch. Der Beratungsbedarf ist immer weiter gestiegen. Also die Kolleginnen sind vor 10 Jahren mit einer Stelle angefangen. Jetzt sind es 4 Vollzeitstellen. Also es wird halt immer mehr. Aber wir merken auch, dass wir uns immer noch mehr bekannter machen müssen. Man merkt halt, wenn wir irgendwo in der Zeitung stehen oder jetzt durch so ein Interview oder so, dass dann immer wieder die Anfragen kommen. Aber wir müssen es halt auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass es uns gibt und dass es halt bekannter wird. Und versuchen das halt auch durch Flyer in Arztpraxen auszulegen, Apotheken und dass wir da sehen, dass wir bekannter werden. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips.